Wir haben ja hier immer oft das Mikro, das heißt, hier gibt es ja eben mal auch die Möglichkeit, was zu sagen. Der Kai hatte sich gemeldet. Kai wollte gerne was sagen. Jawohl, Kai, bitteschön, dein Mikro. Hallo Braunschweig. Ich bin heute das erste Mal auf einer Mahnwache, obwohl ich das schon seit Beginn her beobachte. Was ich genau sagen werde, weiß ich eigentlich nicht, obwohl ich in Gedanken schon sehr oft mit euch erzählt habe. Gerade werde ich tierisch nervös und wenn ich sage, dann wird es eigentlich gleich wieder besser. Ich lebte 12 Jahre in Teneriffa, in Spanien, eins der ärmsten Länder von der EU. Jetzt bin ich umgezogen in eins noch der ärmeren Länder der EU. Jetzt wohne ich in Portugal. Es ist erstaunlich, wie die Straßen hier belegt sind von Menschen, die nach Geld betteln. Das kann ich in den armen Ländern nicht sehen. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass nicht genug Leute da sind, die Geld geben können. Es gibt zum Beispiel auch kein eBay in Portugal. Es gibt keine Leute, die was zum Verkaufen haben, die so viel konsumieren, dass sie immer was Neues brauchen. Die Leute haben dort dieses Geld nicht. Wir in Deutschland, also ich nicht wirklich, aber die Deutschen sind an der Spitze der Konsumkette in Gesamteuropa. Es ist sehr gut, doch ich gehe hier durch die Straßen und ich sehe keine glücklichen Menschen, obwohl die Menschen so viel konsumieren. In Portugal und Spanien ist es anders. Die Leute sind viel glücklicher. Sie sind wahrscheinlich nicht so abhängig vom ganzen Konsum. Hier muss gearbeitet werden ohne Ende. Jeder muss Geld verdienen, um seinen Konsumlevel zu halten. Oder wer kann hingehen und sagen, oh, ich gehe jetzt mal nicht arbeiten, weil ich habe ja genug. Ich habe mein Essen im Garten, ich habe mein eigenes Häuschen, mein Stück Land, ich habe meine Ziege im Garten, ich kann leben, ich bin nicht abhängig vom Geld. Doch hier schaue ich mich um, ich sehe den Prunk, ich war in Bremen, bin ich gelandet, ich bin in die Einkaufsstraße gelaufen, überall Prunk, Prunk, Lichter, Energieverschwendung ohne Ende. Nach 50 Metern habe ich mich rumgedreht und musste dort raus. Das ging nicht, ich kann das nicht, das geht nicht. Hier ist das Gleichgewicht zwischen Arm und Reich so aus dem Gleichgewicht geraten und es ist die Frage, wie kriegen wir das wieder hin? Wie können wir das Gleichgewicht erreichen, dass auch Länder wie Portugal oder Spanien, Griechenland auch konsumieren können? Nicht in dem Maß, wie wir es hier in Deutschland tun. Es ist unfassbar, wie wir hier konsumieren und uns überhaupt keine Gedanken darüber machen. Ich habe irgendwann angefangen, mir jedes Produkt, das ich in die Hand nehme, mal durchzulesen, was da alles so drin ist, was die uns verkaufen. Und in Portugal ist es viel schlimmer. Hier haben wir den Luxus von Biogemüsen. Es gibt nicht mehr so viele E's in den ganzen Sachen. Ich gehe in Portugal in den Laden, ich finde nur Sachen, wo E's, Glutamat und sonst irgendwelches Zeug drin ist. Die haben nicht den Luxus, um Bio-Sachen zu essen. Wir sind an der Spitze, wir können das. Wir können uns aussuchen, gesunde Sachen zu essen. Und das sind andere Länder in der EU, die können das nicht. Ich zum Beispiel, ich versuche so wenig wie möglich Sachen zu kaufen. Diese Jacke ist 12 Jahre alt. Die Hose ist irgendwo eine Kleiderspende. Mein Handy ist 4 Jahre alt. Ich versuche alles aufzubrauchen, was ich habe. Ich konsumiere im Monat mit meiner Lebensgefährtin und meinen Kindern für ungefähr 350 Euro. Und uns geht's gut. Wir haben unser eigenes Land, wir haben ein Häuschen, das wir gerade renovieren, wir haben eigenes Wasser, wir haben eigene Hühner. Ja, uns geht's gut, wir sind unabhängig. Wenn morgen das Geldsystem kaputt gehen würde, was ich eigentlich denke, dass es irgendwann tun wird, jetzt hätte ich einen schlechten Stand, jetzt wäre ich nämlich in Deutschland. Doch in den armen Ländern ist es immer noch so, dass die Leute ihr eigenes Land haben. Die können sich selber ernähren. Was wir Deutschen, das ist Luxus. Wer hat das hier? Niemand. In den armen Ländern, die sind darauf vorbereitet, weil sie dieser Tatsache, dass das Geldsystem kaputt ist, jeden Tag ins Gesicht schauen. Jeden Tag sind sie damit konfrontiert, kein Geld mehr zu haben. Ich glaube, wir hier in Deutschland können uns das kaum vorstellen. Kein Geld zu haben, morgen auf die Bank zu gehen und es heißt, gibt nichts, kein Geld. Guck, wie du zurechtkommst. Wo bekommt ihr euer Essen her?
Wer hat einen kleinen Garten zu Hause oder auf dem Balkon Blumentopf mit Salat, irgendetwas selbst produziert? Es gibt's nicht oder ganz wenig. Es gibt einige Leute, die ihren kleinen Garten haben, aber es sind zu wenige, um nicht, damit der Nachbar nicht kommt und einem etwas wegnimmt, wenn es plötzlich nichts mehr zu essen gibt. Hier können wir uns an den armen Ländern ein Vorbild nehmen. Selbstversorgung. Selbstversorgung ist ein wichtiger Standpunkt für Unabhängigkeit. Wir sind alle abhängig. Ich glaube nicht, dass hier wirklich jemand steht auf diesem Platz, der sich hier versammelt hat, der wirklich abhängig ist, unabhängig ist. Oder gibt es hier jemanden, der von sich sagen kann, ich bin unabhängig, wenn es morgen kein Geld gibt, weiß ich, wo ich mein Essen herkriege? Es ist Zeit, umzudenken und etwas zu tun für seinen eigenen Lebensunterhalt. Es ist nicht nur daran gelegen, gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Es ist ein Krieg von vielen. Ganz Afrika ist übersät mit Kriegen. Dort sind die Rohstoffe, die jeder haben will. Doch wir können nur etwas ändern, wenn wir unser Konsumverhalten ändern. Wenn wir dafür sorgen, dass wir unabhängig sind. Dass wir nicht von diesem Geldsystem abhängig sind. Dass wir dieses Geldsystem von innen auflösen. So wenig wie es geht konsumieren. Das ist mein Motto, was ich versuche zu leben. Ich habe in den letzten 6 Jahren ungefähr mit 200 verschiedenen Menschen zusammengelebt. Ich hatte eine Lebensgemeinschaft gegründet, die eigentlich ganz anders gedacht war. Zuerst wollte ich ja eine Urlaubsgelegenheit für einen kleinen Geldbeutel machen. Doch schon der erste Bewohner, der ist nicht mehr gegangen. Also der war dann insgesamt 3 Monate da. Und ab dann hat sich das Ganze gewandelt. Ich habe mit Menschen zusammengelebt aus China, aus Amerika. Wir hatten immer eine Tür offen, wir hatten immer Plätze frei. Es gab immer 2 Plätze, wo jemand einfach kommen konnte und bei uns schlafen könnte, umsonst. Es war eine der besten Erlebnisse, die ich je hatte. Also das hat mich zu dem Menschen gemacht, den ich heute bin. Und es wirkt immer noch nach und es verändert mich dauerhaft. Ich habe mit über 200 Leuten eine Beziehung eingegangen, weil ich mit ihnen auf engstem Raum gewohnt habe. Es gab massenhaft Konflikte. Ich wurde verklagt, ich hatte Rechtsstreite, aber dennoch war es im Gesamten eine super Erfahrung. Und ich hoffe, dass ihr, die ihr hierher kommt, auch Beziehungen eingeht und euch mit anderen Menschen konfrontiert. Dass ihr mit ihnen redet und austauscht, auch wenn ihr nicht ihrer Meinung seid, trotzdem sich mit den Äußerungen ihrerseits befassen. Und darüber nachdenken, was könnte an dem sein und euch so zu schildern, was ihr darüber denkt, dass der andere vielleicht versteht, warum ihr hierher kommt. Ja, und jetzt möchte ich eigentlich Schluss machen. Das war's. Danke. Dankeschön. Ja, das, was du jetzt aus Portugal erzählt hast, das Erlebnis habe ich 3 Monate in der Dominikanischen Republik gehabt. Die Menschen wussten teilweise nicht, was sie am nächsten Tag essen werden. Aber sie waren lebensfroh, sie waren auf der Straße, sie haben Musik gemacht, sie hatten Spaß miteinander und hatten ein richtig tolles Lebensgefühl. Und dann wurde ich auch manchmal ja auch neidisch angeguckt, so als Gringo, ja, als Weißer, der da drüben war. Und da wurde dann auch gesagt, ja Mensch, ihr habt es ja da drüben so toll, ihr habt ja alles, ihr könnt ja alles kaufen. Und ich habe gesagt, wenn ihr wüsstet, wie glücklich ihr eigentlich seid, was ihr hier habt und dieses Lebensgefühl und was das für ein Druck ist, das, was man hier hat und alles kaufen kann und was man sich sowieso schon an die Backe gehangen hat, das alles zu finanzieren. Und dieses Lebensgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich in der Gemeinschaft noch nie wieder so erlebt, wie ich es da drüben in der Karibik erlebt habe. Und die Menschen haben nichts, aber sie haben ihre kleine Blechhütte. Und sie haben ihr kleines Land und wenn es nichts zu essen gibt, dann gehen sie raus und buddeln da irgendwelche Wurzeln aus. Yucca-Wurzeln, sowas wie Kartoffeln hier für uns und dann haben die was zu essen. Also es ist ganz einfach und genau das ist das, was uns fehlt und deswegen finde ich das total klasse. Wir hatten jetzt mal 2 Tage, 3 Tage keine Heizung bei uns, ist die Heizung ausgefallen. Gut, wir haben noch einen Ofen, wir konnten noch uns wenigstens das Zimmer warm oder die Wohnung warm machen. Aber wir hatten kein warmes Wasser. Aber wenn ich dann überlege, was in der Ukraine ist, dass die Menschen dort momentan mit noch kälteren Temperaturen wie jetzt hier, bei zerschossenen Fensterscheiben, ohne Heizung, ohne Wasser, ohne alles dort auskommen müssen. Und wir jaulen dann schon, wenn es uns mal ein bisschen von dem Luxus abgeht.
Und deswegen ist es wichtig, da auch mal drüber nachzudenken. Fand ich total klasse, Kai, was du gesagt hast. Und wir versuchen es ja auch mit unseren Arbeitsgruppen. Schaut einfach da im Internet, mahnwachen-braunschweig.de. Wir haben zu verschiedenen Themen auch Arbeitsgruppen, auch zu alternativen Geldsystemen sind wir halt gerade dran am Arbeiten, dass wir untereinander wenigstens irgendwie einen Austausch ermöglichen können. Andere Bereiche mit Ernährung und damit man da vielleicht auch mal Firmen wird, wie kann man sich überhaupt ernähren, was kann man im Garten anbauen und solche Sachen. Weil ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir autark werden für uns. Und dann können wir, dann sind wir wieder ein Stückchen mehr frei.